Die erste Römermission der Drei-Völker-Kampagne ist für viele Spieler die erste Mission überhaupt. Dementsprechend verzeiht diese Karte so ziemlich jeden Fehler und eigentlich erkläre ich sie nur der Vollständigkeit halber. Die Karte setzt euch als ersten und vorerst einzigen Gegner eine Wikingersiedlung entgegen, die es zu zerstören gilt. Auf der Karte sind überall Steinvorkommen verteilt. Die beiden Gebirge südlich eurer Siedlung enthalten Kohle, Eisen und Stein. Im Osten gibt es ein weiteres Gebirge, das zusätzlich auch Gold beherbergt. Ihr startet außerdem mit einem Kriegsschiff, dessen Einsatzmöglichkeiten aber eher begrenzt sind. Um zur Wikinger-Siedlung zu gelangen, müsst ihr um das Meer herum expandieren. Sobald ihr die Wüste erreicht, seid ihr in der Nähe und könnt wahrscheinlich auch die Grenze sehen. Die Wikinger warten auf dieser Karte extrem lange mit einem Angriff. Wenn ihr sicher gehen wollt, könnt ihr aber auch ein paar große Türme an der Grenze bauen. Sobald ihr genug Soldaten habt, könnt ihr zum Angriff übergehen. Die Wikinger sind in dieser Mission so geskriptet, dass sie kaum Soldaten produzieren, also sollte das sehr schnell gehen. Wie gesagt, diese Mission ist noch sehr einfach. Ich kann euch aber auch sagen, dass dies nicht so bleiben wird. Die nächste Mission verzeiht schon deutlich weniger Fehler.